Glückwunsch! Rocco Stark ist jetzt stolzer Geschäftsmann. Gerade eröffnet er seinen Laden Leib und Seele in Berlin. Bei so viel Business, wie sieht's denn da überhaupt mit den Damen aus? Speziell eine Frau gibt's da im Moment nicht, aber ich sag mal so, ich bin ja auch nur Mann, ne? Also natürlich gucke ich mich um, aber durch diese ganzen Projekte, die ich jetzt hier irgendwie am Laufen habe, fehlt mir so ein bisschen die Zeit, mich auch wirklich darauf zu konzentrieren. Aber prinzipiell, ich warte jetzt einfach mal und mal gucken, was mir so begegnet. Ich bin nicht abgeneigt, ne? Ach komm, Rocco, da steht doch sicher die eine oder andere Lady schon Schlange. Muss man dazu sagen, ich bin auch nur Mann, ne? Also ich werde jetzt nicht hier Ewigkeiten enthaltsam sein. Nur mal so by the way. Ach so, also kein Kind von Traurigkeit, dieser Herr Stark. Aber mal Hand aufs Herz, eine neue Liebe gibt's wirklich nicht? Ich habe meine Tochter und da steckt so viel Liebe drin. Manche Dinge ändern sich einfach und ich bin momentan so, ich genieße das gerade mit meiner Tochter, da habe ich meine Liebe gerade und ansonsten bin ich halt am Arbeiten, ne? Was soll man machen? Ich will ja auch, dass es meiner Tochter gut geht. Ach, die lieben Kleinen sind eben doch das größte Glück. Herzlich und nicht auf den Mund gefallen. Ach, was hat uns die gute Nancy in der letzten Bachelor-Staffel amüsiert. Nur Single Jan kann bei ihr gar nicht punkten. Also, Jan ist dumm. Sorry, dafür, dass der Mona so einen Laufpass. Dumm, dumm, dumm. Huch, was ist denn da los? Nancy ist nicht etwa gemein. Nein, sie ist nur enttäuscht. Ich habe wirklich für die Mona gefiebert. Ich habe gesagt, wenn der Jan die Mona nicht nimmt, muss der bescheuert sein. Weil Mona ist perfekt für ihn. Und wo sie damals wirklich erzählt hat, sie hat es nicht gewonnen, ich war geschockt. Also ich wollte wirklich den Hörer nehmen und Jan anrufen und sagen, bist du so bescheuert? Weil mir war klar, Alisa ist die falsche Wahl. Alisa wird nicht lang mit ihm sein. Ich fand scheiße die Entscheidung. Und ich glaube, er bereut es heutzutage. Tja, dumm gelaufen. Bitte? Kim und Kanye haben Fergie und Josh den Babynamen North geklaut? Das behauptet zumindest der superhotte Scherzkeks. In wenigen Tagen wird er zum ersten Mal Papa und na klar ist es ein großes Thema, wie er seinen Sohn nennt. Tja, am besten einfach mal Tipps bei den Fans holen. Ups, leider mit wenig Erfolg. You guys are the worst Babynamers. Congratulations. Jergy? Nah, not gonna happen. Jorgy? No. Stash, Stacy, Josh, I get it, but not gonna happen. Naja, besser als North sind die Vorschläge aber allemal. Jetzt gilt es nur noch abwarten und sehen, wie Josh und Fergies Nachwuchs tatsächlich heißen wird. Eins ist aber sicher, bei den Eltern kann das Kind ja nur total niedlich werden. Dunkle Haare, braune Augen, süßes Lächeln, zierliche Figur. Einfach bezaubernd. Das trifft nicht nur auf unsere Lena Meyer-Landrut zu. Auch Schauspielerin Eileen Tetzel vereint genau das. Ach, eine gewisse Ähnlichkeit ist wirklich nicht von der Hand zu weisen. Fluch oder Segen, was meint denn Eileen dazu? Nein, ich finde das ein sehr süßer Vergleich. Ach, ist ja auch ein schönes Kompliment.